Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video bei Siebener Inc. mit mir als Tom und heute einem Gast, der uns hilft mit der Umsetzung des Ganzen. Was haben wir vor? Wir haben das letzte Mal gezeigt, wie wir das ganze Stencil auf einer normalen Folie aufdrucken können. Gerade jetzt so für Cover-Ups und so weiter ist es ja ideal, weil man dann wirklich genau sieht, wo man aufkleben kann. Auch natürlich für Erweiterungen, wenn ich irgendwo einen Teil draufgeklebt habe und möchte jetzt weiter drunter oder weiter drüber weitermachen, dann ist es natürlich super, wenn man das Ganze hier auf einer Folie ausdruckt. Wie ich das Ganze hier gestalte oder was man dafür benötigt, habe ich ein separates Video dazu gemacht. Dann habe ich ein paar Fragen erreicht, die haben gesagt, es funktioniert nicht, sie kriegen das nicht hin. Ich soll bitte ein Video darüber machen, wie das Ganze funktioniert. Deswegen wollen wir das jetzt einmal zusammen machen. Ich zeige euch das. Ich habe das jetzt schon mal ausgedruckt. Jetzt als nächstes benutze ich immer diesen Honey Stencil. Mit dem funktioniert es eigentlich am besten. Reibe ich das Ganze hier erst einmal schön flächendeckend ein. Okay, dann haben wir das Ganze jetzt einmal eingeschmiert, kurz einziehen lassen und jetzt klebe ich einfach dieses Motiv hier auf. Das heißt, ich suche mir den Punkt, wo ich es hinhaben möchte, klebe es jetzt auf und klebe das Ganze jetzt vorsichtig drauf. Wenn ich natürlich um Kurven oder um Rundungen rumgehen muss, dann macht es natürlich immer Sinn, wenn ich mir das Ganze einschneide. Aber in diesem Fall ist das Motiv jetzt nicht so groß. Also kann man das hier wunderbar aufkleben. So, wenn wir das Ganze jetzt haben, dann ziehen wir das einfach einmal ab. Und voilà, haben wir unser Stencil drauf. Ich denke, besser geht's nicht. Auch von den Ausläufern und so weiter finde ich es relativ gut, weil wir eben hier schöne, klare Linien drin haben. Es ist nichts ausgelaufen oder sonstiges. Damit kann man auf jeden Fall gut arbeiten. Ich weiß, dass es mit anderen Stencils nicht so gut funktioniert, also mit anderen Stencil-Flüssigkeiten. Deswegen würde ich auf jeden Fall immer hier diesen Hornet Honey Stencil benutzen und damit sollte es auf jeden Fall funktionieren. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht es gut. Ciao.